Freunde gepflegter Fußballunterhaltung, wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, ihr wisst, was das bedeutet. YouTube-exklusiver Upload. Lasst euch nicht verwirren, dass da jetzt Winning Eleven 8 steht, ihr eigentlich aber auf ein PES 4-Video geklickt habt. Ist eigentlich das gleiche, ja, Winning Eleven, eine japanische Ableger, in dem Fall International, also Winning Eleven 8 International. PES 4 für den US-Markt war das damals und bedient genau den gleichen Gedanken wie PES 4, was ich jetzt aufmachen möchte. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ich möchte wieder ein bisschen retro gehen. Ja, ihr habt das PES 3 Video vielleicht geguckt. Wer nicht, guckt hier oben rechts irgendwo eingeblendet. Vielleicht auch das Video mal. Das damals erste PES auf dem PC. Und nicht weit dahinter kam dann der Gedanke, naja, dann könntest du eigentlich PES 4 auch nochmal angucken. Und dann war das so gut und hat so viel Spaß gemacht, dann kam auch sofort der Gedanke, das musst du Leuten wieder erzählen, die es interessiert und auf YouTube scheinbar deine Videos anklicken. Von daher ist das so ein bisschen der Follow-up. Ja, das Video nach PES 3, was schon großartig war, das erste PES auf dem PC, wie gesagt. Der Kids-Server war dann da von der Modding-Community, um Trikots, Stadien, Füße, Schuhe, Bälle und so ins Spiel zu bekommen. Und da fing so der ganze Siegeszug von PES auf dem PC an, die PS2-Ära und eben mit Modding alles nochmal genialer gemacht. Und dann kam halt auch mit PES 4, 5 und so weiter alles weitere. Es nahm seinen Lauf, wenn man so möchte. So, und jetzt möchte ich euch PES 4 einmal zeigen. Denn das hat vielleicht nicht in der Struktur, vielleicht nicht bei der Grafik-Engine, aber für mich beim Gameplay dann super viele Schritte nach vorne gemacht, wo ich mir gesagt habe, das sind so Dinge, die die Basis auch bilden oder bildeten für das, was dann PES 5, PES 6 wurde. Und vielleicht, ja, dann die beste Fußballserie aller Zeiten. Also von daher, nach dem PES 3 Video musste PES 4 hier, also Winning Eleven 8, eigentlich folgen. Warum Winning Eleven 8 International? Ja, immer diese kleinen Nuancen, die dir Leute erzählen wollen. Ja, die ganzen Experten, das Evo-Web, so von wegen Winning Eleven, Livewire Evolution später oder auch International jetzt hier, in dem Fall für den US-Markt, war immer so die späteste Version, die rauskam. Ne? Es kam immer eine frühe Asien-Version, dann kam PES 3, 4, 5 und so weiter. Und dann kam nochmal entweder ein Japan, Asien oder eben so ein US-Ableger, der auch nochmal verfeinert wurde. Also kann man fast immer davon ausgehen, wenn man von irgendwie einem Jahresableger von PES spricht, dass die späteste rausgekommene Version, sei es eben Winning Eleven Japan oder Korea bei der Livewire Evolution Geschichte zum Beispiel oder eben die US-Version, ist ein Ticken ausgefeilter. Möchte ich mir auf jeden Fall immer erzählen lassen, deswegen an der Stelle einfach Winning Eleven 8 mal zugrunde gelegt, aber es erzählt die gleiche Story, wie sich dann eben PES 4 zu 3 weiterentwickelt hat. Was man auf jeden Fall sofort sehen kann, ist, wenn man ins Setup guckt, in die Struktur. Es hat sich ein bisschen entwickelt, aber eben noch nicht so sehr, wie wir das dann eben aus PES 5 und 6 kannten. Ne? Da hatten wir ja da ganze ein anderes Menü beim Auswählen der Mannschaften. Man hatte ganze Ligenstrukturen und auch die Masterliga hatte sich da weiterentwickelt. Das ist hier noch so, wie man es früher kannte. Ja, tatsächlich kreuz und quer spielen, um dann eben für so einen Europapokal oder so ein Monster, so eine Superliga zu qualifizieren. Das wurde ja bei PES 5 und dann später PES 6 auch ein bisschen anders aufgezogen. Aber bei PES 4 zu 3 hatte man auf jeden Fall schon mal mehr Vereine auch in der Auswahl. Ja, man hatte eine ganze Seite mehr oder anderthalb. Also da hatte sich einiges getan. Das jetzt, vielleicht auch nochmal aufgesagt, klar ist wieder, ne, mit der Hilfe von Kids-Server und all der Modding-Geschichte, das ist der Wolf-Patch. Und natürlich findet ihr das wieder in der Infobox unten von mir alles verlinkt. Fürs leichte Installieren, das ist auch immer so die große Überschrift. Ich möchte euch im Endeffekt die Augen öffnen, wie einfach es ist, nochmal in Retro einzutauchen und vielleicht der Enttäuschung des aktuellen Geschehens, eFootball nervt, EAFC nervt, UFL ist nicht auf PC und auch irgendwie wirkt nicht so geil. Ne? Es ist sehr einfach heutzutage wieder die Retro-Geschichte aufleben zu lassen und unabhängig jetzt vielleicht von der Grafik, vom Spielgefühl immer noch Weltklasse zu sein. So, von daher alles in der Infobox, leicht zu installieren auf PC und alles super und direkt auch gemoddet und gepatcht. Klar waren hier früher viele Fake-Wappen dabei, das war ja immer so das frühe Konami-Problem, Lizenzen fehlten und originale Gesichter und so weiter fehlten durch Modding und die geile Community bei PES. Alles ein bisschen aufgehoben und das war zum Beispiel ein großer Schritt, den man gemacht hatte von 3 zu 4. Man hatte deutlich mehr Mannschaften zur Auswahl, was natürlich der Masterliga geholfen hat. Man hatte mehr Abwechslung. Man hatte mehr Spieler zu verpflichten, all sowas natürlich, aber auch beim reinen Auswählen hier oder man will einen Pokal spielen, Liga spielen, hatte man hier mehr Möglichkeiten, das Ganze aufzuziehen. So, das Ganze ist alles gemoddet, also dementsprechend hat man eine komplett freie Auswahl
Und ich habe mir ehrlicherweise keine Gedanken gemacht. Beim PES 3-Video habe ich euch ja noch erzählt, die letzte große Saison für mich, 03-04 mit Arsenal Invincibles, mit Baggio bei Brecher. Der fehlt jetzt hier schon wieder im System. Deswegen hat PES 4 ein bisschen Abstriche in der Erotik für mich. Aber gleich im Spiel sage ich euch noch ein paar Beispiele, wo es sich auf dem Platz sehr weiterentwickelt hat, sehr verbessert hat. Und das war für mich zum einen überraschend. Aber zum einen auch ein Grund zu sagen, ja, PES 3 war so der Breakthrough mit Kids-Server, PC-Version, keine PS1-Version mehr und so. Aber PES 4 hatte schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht, um sich vor allen Dingen auf dem Platz entsprechend weiterzuentwickeln. Ich habe, boah, 04, 05, was war das für eine Phase? Gab es da schon Messi? Wahrscheinlich. Finde ich aber total behindert. Also ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt zwingend hin will. Was haben wir aus der Bundesliga? Bayern Dortmund sehr stark unterwegs. Dann nehme ich mal den AC Mailand gegen den FC Bayern München. Null Idee dahinter, ehrlicherweise. Hier, Kids-Server greift, ne? Schöne Trikots, alles super. Spielen wir so. 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 Spiel mal so. Und dann, klar, du rückst wieder auf Ball und hast da im Kids-Server wieder viel auszuwählen. Real Madrid Black. Also das bringt so eine Mod natürlich dann immer wieder mit sich. Games Choice, vollkommen egal. Aber auch das war natürlich hinterlegt. Hier alles wie gehabt, difficult. Machen wir mal 3, damit ich glänzen kann. Hier alles soweit in Ordnung. Es gibt keine Verlängerung. Wir spielen am Abend. So, alles schön. Stadien, ne, natürlich auch. Mach hier random, mir egal. Wobei, wir können mal gucken. Auch die sind natürlich alle übermoddet. Alle überschrieben, alles cool. Was hatte ich genommen? Ich habe den AC Mailand genommen. Ne? Ach, komm hier, Alberto J. Armando, genannt La Bombonera. Schönste Stadion der Welt. Nehmen wir das einfach mal. Im Hintergrund keine Musik, auch das natürlich gemoddet. Alles hier Eurosport gemoddet. Musik logischerweise ausgeschaltet wegen hier YouTube und alles, keine Lizenz und so. Ja, dann, das kennt man alles. Auch da hat sich das Menü nur so ein bisschen weiterentwickelt, beziehungsweise eigentlich optisch erstmal gar nicht weiterentwickelt, was ich beim PES 3-Video dann gesagt habe, was fehlte. Was jetzt dann schon mal Einzug gehalten hatte, war, du klickst einen Spieler an und dann zeigt dir das Spiel an, welcher Spieler mit dem Grün unterlegten hat auch die zentrale offensive Mittelfeldposition für KK jetzt. Und du hast es dann deutlich übersichtlicher und einfacher zu wählen, ja, wen wechsle ich denn ein für KK. Also dementsprechend das so eine kleine Entwicklung auch genommen. Natürlich jetzt nicht der Hauptgrund zu sagen, boah, geiles Game. Aber da auch so Kleinigkeiten, ne, haben immer wieder den Unterschied vielleicht auch gemacht zur nächsten Version oder zur Vorgängerversion, warum sich das Spiel weiterentwickelt hat. So, dann gehen wir ins Spiel. Wir lassen die Entrance-Szene mal laufen. Auch das sehr bekannt. Da, ja. Soll man sagen. Da kennen wir die Grafik-Engine und wie gesagt, der Sprung von 4 zu 5 war größer. Ja, kann man vielleicht so ein bisschen erkennen. Dann beim Modding später auch, glaube ich, hatte PES 6 die meisten Möglichkeiten. Was Grafikqualität auch angehen, HD-Texturen und so ein Kram. Da hängt ein PES 4 auch noch ein bisschen zurück, aber klar, wenn man jetzt hier einen Oli Kahn sieht, der ist klar zu erkennen. Der Kollege dahinter war, glaube ich, Sagnol. Der war nicht mehr so klar zu erkennen. Jetzt habe ich eigentlich Musik ausgeschaltet, kriegt trotzdem die Champions League-Hymne, auch das natürlich eher reingemoddet als original dabei. Nimmt mir YouTube das Video jetzt weg, weil ich die Champions League-Lizenz nicht habe. Mal gucken. Ja, Stam, auch gut zu erkennen, auch wenn er kein HD-Gesicht hat. Ist das nicht die Truppe, die dann irgendwie ein Jahr später gegen Liverpool das Champions League-Finale verkackt hat? 05-06 war dieses 0-3-3-0 Elfmeterschießen Champions League-Sieg von Liverpool, oder? So in die Richtung. Also von daher, das ist alles soweit bekannt. Irgendwie auch durch alle Pässe, glaube ich. Das hat sich nie so ganz entwickelt. Im Hintergrund Fangesänge auch alle reingemoddet. So, und dann Gameplay. Was hat sich am Gameplay tatsächlich verändert? Mein Gefühl, und da wird ja immer schön drüber diskutiert in der Community, welches PES ist das schnellste, das langsamste, welches ist zu schnell. Ich erinnere mich da tatsächlich noch an vor 20 Jahren in meiner Jugend. Immer wieder diese Evo-Web-Diskussion. Ja, ich habe das angespielt und hier die NTSC-Version ist ein Ticken geschmeidiger und die PAL-Version ist ein Ticken zu schnell und all solche Nummern. Also von daher auch immer diese ewige Diskussion, ist ein PES langsamer, schneller als der Vorgänger oder ist es zu schnell, all sowas. Und da war mein Eindruck eben, PES 4 war mit das langsamste
PS2 PES. Und mir hat es ehrlicherweise immer gut gefallen, wenn PES langsamer war, ein bisschen methodischer. Ja, man soll nicht einschlafen, hakelig soll es schon mal gar nicht sein. Aber es sollte auf jeden Fall die Möglichkeit geben, in Ruhe ein Spiel aufzuziehen und es ja nicht unbedingt darauf ankommt, wer klickt am schnellsten, wer hat die schnellsten Finger, sondern ja, wer hat die Umsicht, die Übersicht, wer hat gute Ideen, wer kann die Szenen gut ausspielen und wer kann die richtigen Entscheidungen treffen und nicht wer trifft die Entscheidungen am schnellsten. Also PES 4 für mich eines der langsameren Ableger und das hat mir sehr gut gefallen, so als Weiterentwicklung. So, geschmeidiger ist es natürlich auch geworden. Ich glaube, das war irgendwie, ja, konnte man immer davon ausgehen, wenn sich ein neues, ein neues PES rausgekommen ist, immer ein Ticken geschmeidiger, vielleicht eine Animation mehr oder eine Ballbehandlung besser. Und auch hier, das macht den Schritt nach vorne. Im Vergleich zu PES 3 fühlte sich logischerweise dann nochmal mehr an als das, was wir später als, ja, vielleicht das beste PES aller Zeiten bezeichnen wollen. 4 oder 5. So, also das schon mal zum einen. Dann sind so ein paar Dinge dazugekommen. Zeige ich vielleicht gleich mal, wenn der FC Bayern einen Torabschluss hatte. Lass mal die Bayern mal aufs Tor schießen. Bitte nicht ins Tor. Ja, bisschen Drama. Sollte jetzt. Die da sollte den Ball eigentlich nur fangen, weil dann kann ich euch eine schöne Weiterentwicklung zeigen. Ne, wollen wir nicht? Okay. Bayern nähert sich dem ersten Türchen an. Ui. Ob ich das erzwingen kann, weiß ich nicht. Das kann ich schon mal ansagen. Es ist eine neue Parade tatsächlich hinzugekommen. Und die erinnert mich. Hoffentlich zieht einer der beiden Torhüter diese Parade gleich mal. Dann kann ich sie explizit rauspicken. Aber die erinnerte mich sehr an FIFA 99. So ein Sidestep. Mit der Hand einfach nur so ein Sidestep vom Torwart. Gar keine Parade, kein Springen, kein Hinfallen. Und fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Aber die hat tatsächlich dann, die hat es nur in PES 4 gegeben. Also vielleicht war das damals auch so der Gedanke, sieht nicht cool aus, sieht nicht realistisch aus, sieht vielleicht wirklich aus wie alte FIFA-Spiele. So 98 Road to World Cup oder 99 war so mein Gedanke. Haben wir wieder rausgenommen. Also bei PES 5 war diese Parade nicht mehr im Spiel. Hoffen wir mal, dass wir die gleich bekommen. Dafür müsste ich auch Abschlüsse ziehen. Da ist doch mal eine Lücke. Nee, doch nicht. So. Aber genau deswegen habe ich da auch den Schwierigkeitsgrad auf Mittel gesetzt, damit ich hier ein bisschen in Abschlüsse komme. Was wir ja bei PES 5 zum Beispiel hatten, sehr sensible Schiedsrichter, das war hier nicht der Fall. Also das haben sie sehr gut ausbalanciert. War in Dreier auch noch, war bei PES 3 ja auch kein Problem. Dementsprechend Schiedsrichter auch sehr gut gelungen. Und generell hier schon sehr, sehr viel Gottheit PES-DNA durchzuspüren. Auch ein wichtiges Thema, da muss ich jetzt nicht auf eine Parade warten, was neu dazu kam und für mich auch einer der wichtigen Gameplay-Weiterentwicklungsmomente war, sagte ich beim PES 3-Video als Negativpunkt, dann muss ich es jetzt, weil es dann endlich dazugekommen war, muss ich es dann als absoluten positiven Aspekt nehmen. Man konnte oder man kann jetzt hier in PES 4 endlich weiter entfernte Spieler anspielen. Also, wenn ich davon rede, ich baue gerne ein Spiel auf, ich mag es gerne etwas gemächlicher, langsamer, ne, so ein Spiel aufbauen, Passstaffetten und so. Dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Man konnte oder man kann hier jetzt endlich mit durchgedrückter Passtaste weit entfernte Spieler anspielen. Besonders dankbar natürlich, wenn man hier versucht, mal von links nach rechts zu verschieben. So, jetzt können wir es einmal als Beispiel nehmen. Gattuso hier und jetzt einmal nach unten. Zack, einmal auf Cafu, kein Zwischenschritt mehr möglich, nötig, vielmehr möglich, natürlich mit kurzem Klick. Aber jetzt hier Stam überspielen und Maldini weiter entfernt ins Spiel bringen. Gleiche gilt auch für die Steilpasstaste. Also von daher, das war für mich ein wichtiger Schritt im Gameplay. Genauso was neu ist mit der R1-Taste, also nicht der Sprint-Taste, eher der Finesse-Taste, auf den Ball stellen und zum Tor ausrichten. Auch das ist ja ein wichtiges Instrument, um dann auch ins Dribbling zu kommen. Ne, hier mit diesem Sidestep. Oder den Ball dann vom Gegner wegziehen. Also da hatte sich dann PES 4 auch schon entsprechend weiterentwickelt, mehr Finesse und genauere Steuerung gebracht. Auch das ein weiter Schritt nach vorne. Ein weiterer Schritt nach vorne. Und irgendwo kommst du dann, ja, also das ist nicht weit weg von PES 5 und 6. Das ist schon im Endeffekt diese finale Evolutionsstufe vom Gameplay. Haken sind immer noch gut zu ziehen. Das wurde ein bisschen realistischer oder simulationslastiger dann bei den späteren Pässen. Aber immer noch oder damals auch schon
sehr flüssig weiterentwickelt. Und man erkennt, wenn man jetzt heute oder wenn man vielleicht jetzt von PES 5 oder 6 kommt, wenn man den Schritt zurück nochmal macht, erkennt man diese Entwicklung sehr, sehr gut oder man kann sagen, man weiß, wo es herkommt. Da ist nochmal eine Lücke jetzt für Sheva. Ah! Kriegen wir die Parade aus Oli Kahn nicht rausgezogen. Aber schöne Szene. Oh, er war sogar dran. Hätte ich gedacht, einfach kurze Ecke vorbei. Stam, wichtiger Kopfball. Seedorf! Schön. Aber es geht dann, ne, also wenn man diese Retro-Pässe drauf hat, diese PS2 Pro Evolution Soccer, dann geht auch ein PES 4 oder jetzt hier ein Winning Eleven 8. Geht dann sofort entsprechend von der Hand. Man ist sofort drin im Gameplay. Da wird man sich nicht groß umstellen müssen. Und wie gesagt, das ist ja immer mit diesen Videos mein großes Anliegen, euch so ein bisschen die Augen zu öffnen. Zum einen, dass die Spiele leicht zu installieren auf dem PC im Evo-Web einfach da sind, auch schon fertig gemoddet. Und zum anderen aber auch nochmal aufzeigen, wie weit vorne eigentlich Konami damals war. Also Anfang der 2000er das zeitlose Gameplay erfunden und von ja, PES 1 bis 6 immer irgendwo eine Weiterentwicklung geschafft. Ob jetzt von PES 5 zu 6 wirklich eine gute Entwicklung war, da wage ich mit zu diskutieren und sage, nee, PES 6 ein bisschen überzüchtet, wenn man so möchte, nicht wirklich verbessert, wurde für mich eher anstrengender und zäher, sage ich immer wieder. Aber bis PES 5 ging es immer in die richtige Richtung. Und von daher, ja, auch mal schön zu sehen, wo das alles herkommt, wie sich das Spiel immer weiterentwickelt hat. Hui! Also ein Türchen wollen wir schon sehen, oder? Und dann nähern wir uns langsam. Se Roberto. Ja, komm, ich will einmal dieses eine Beispiel noch zeigen. Dann kann ich die Story auch noch aufsagen. Einmal ein Abschluss, damit Dida das Bällchen festhält. Auch das trägt dann. Es kann doch nicht sein, dass wir nicht einfach mal den Ball in die Arme des Torhüters bekommen. Aber was es bei PES 3 nicht gab, dann sage ich es einfach mal auf, ohne jetzt hier groß abzukrampfen. Torhüter konnte den Ball zu Füßen legen. Das gab es dann tatsächlich bei PES 3 auch noch nicht. Nicht komplett dramatisch. Jetzt haben wir ihn endlich. Also, wie man das aus PES kennt, mit der Sprint-Taste den Ball einfach zu Füßen fallen lassen und ja. Das hattest du bei PES 3 dann auch noch nicht. Und kannst dann eben spielerisch sofort von hinten aufbauen. Wie gesagt, ist kein großes Drama. Bei PES 3 wirfst du den Ball dann einfach zu einem Außen- oder Innenverteidiger und kannst dann von da aus ruhig aufbauen. So, das ist kein Drama. Aber auch da, schöne kleine Weiterentwicklung, wo du immer wieder auch dran erkennen konntest. Konami hat geguckt, was fehlte, was brauchen wir, vielleicht auch was hat die Community gefordert. Und hat das Spiel konsequent weiterentwickelt. Menü oder hier die Einblendung, das hatte sich alles natürlich gehalten. Das Schöne ist, oh, da geht was, ne? Schöne ist ja, selbst heute noch werden Kleinigkeiten im Evo-Web weiterentwickelt oder gefunden, um mehr Eingriffsmöglichkeiten ins Spiel zu haben. Ich habe letztens erst so eine Kameramod gefunden für kleine Anpassungen in der Kameraperspektive, ne, hoch, runter, Zoomstufe und sowas. Also, ja, das Evo-Web und die Modding-Community von PES, eigentlich ja sogar ja, hoch bis jetzt auch eFootball sogar, da werden ja auch schon Kleinigkeiten gemoddet auf dem PC. Ja, Quell der Freude. Und immer wieder erstaunlich, was man da noch alles rausholen kann. Ui, Crespo Fallrückzieher, das wäre ein schönes Beispiel gewesen fürs Video. So, sind das die ganzen Neuerungen, die ich euch aufsagen wollte. Also, Dribbling ist ein bisschen besser. Tendenziell ein bisschen langsamer, ein bisschen geschmeidiger. Torhüter habe ich aufgesagt. Aber ich glaube, das sind so die Kernpunkte, die mir aufgefallen waren nach ein paar Spielen. Und ja, für mich eine gute Weiterentwicklung bei den ein oder anderen Kernfeatures jetzt, die ja schon ein anderes Spiel noch einfach möglich machen. Wenn man aber bedenkt, seit ISS Pro Evolution 98, also seit den PlayStation 1 Ablegern von Konami, musstest du immer kurze Pässe wählen oder eben mit der Flankentaste das Ganze lösen. Was ja auch ein bisschen halbgar ist. Ne? Du willst ja nicht immer den Ball hoch flanken müssen, um einen größeren, ne, so wie hier klappt es jetzt, aber du willst ja nicht immer
mit einem hohen Ball weite Distanzen überbrücken müssen, was dann wieder ein längeres Verarbeiten des Balles mit sich bringt beim aufnehmenden Spieler. Dementsprechend hat es schon auch das Gameplay signifikant verändert, dass man mit länger gehaltener Schuss- oder beziehungsweise Passtaste den weiter entfernten Spieler anspielen konnte. Also da hat Konami das Gameplay auf jeden Fall krass weiterentwickelt. Und ja, Super Kanzel gab es damals natürlich schon länger und muss entsprechend eingesetzt werden. Schade, dass ein Shevchenko nicht schnell genug ist, um Lucio wegzulaufen. Pirlo, Maldini, der ist kein Abschließer, aber Pirlo ist ein Abschließer. Wir nähern uns der Nummer an. Andrea Pirlo, knappe Nummer. Ja, wie gesagt, Türchen möchte ich schon noch zeigen. Aber das mal soweit alles rausgepickt. Und ja, wer vielleicht schon bei PES 3 Bock bekommen hat und jetzt vielleicht genauso wie ich so ein bisschen nachfolgend das Gefühl einmal testen möchte, so wie hat sich denn für mein Gefühl PES 4 entwickelt? Und oder generell, ich glaube, unter dem PES 3 Video kam auch die Ansage, so hey, bei mir war das erste PES, PES 4 gibt es das auch. Also von 3 bis 6 gibt es diese leicht zu benutzenden Sunny-Installer, heißen die aus dem Evo-Web. Und die Mods sind dann eben schon direkt drin. Ihr müsst nichts mehr haben, ihr müsst keine CD im Keller finden dafür. Alles leicht zu installieren, alles in einem Installer im Evo-Web zu finden. Und bei mir immer die entsprechenden Mods, beziehungsweise das entsprechende Spiel auch in der Infobox direkt zu finden. Dementsprechend, ja, da soll das Video letzten Endes hinführen. Augen öffnen, vielleicht noch mal ein bisschen die Neugierde wecken und dann den ein oder anderen von euch dazu bringen, selbst noch mal zu installieren und reinzuspielen. Ja, heutzutage ist jeder PC oder auch jeder Arbeitslaptop stark genug, um Retro-PES abzubilden. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben nicht mehr viel Zeit für ein Türchen. Oh, Nesta muss da ein bisschen dran rumfrickeln. Letzten Minuten laufen. Aber ja, wenn ich gerade so offenherzig meine Absicht mit diesen Videos geteilt habe, dann verratet mir doch mal. Siegtreffer in der Schlussminute. Aber ja, dann verratet mir gerne im Kommentarbereich unten drunter, ob es auch geklappt hat. Ob der ein oder andere von euch mal nochmal neugierig geworden ist, hier PES 4 bzw. Winning Eleven 8 nochmal installiert hat und nochmal reingeschnuppert hat. Und wenn ja, dann auch welches Gefühl dabei war. War PES 4 euer erstes PES PC oder auf der PlayStation 2 damals? Wo habt ihr die ersten Berührungen gehabt? Oder habt ihr vielleicht auch wirklich früher mal Winning Eleven gespielt? Oder Winning Eleven International, die US-Version jetzt, wie hier. Das wäre ja auch mal spannend zu sehen. Also ich wusste von diesen Dingen im Detail. Also ich kannte Winning Eleven, klar, das war immer so. Das neue PES ist in Asien draußen, das ist schneller, geschmeidiger, wie auch immer. Von diesen halben Ablegern, diesem späteren Ableger, dieser Lifeway Evolution, Final Evolution oder eben International, dieser US-Version, Japan-Version, die nochmal nach dem Europa-Release rausgekommen ist, wusste ich ehrlicherweise bis vor vielen Jahren gar nichts. Und deswegen umso spannender auch immer wieder zu sehen, ach guck mal, da gab es nochmal Feintuning und es wurde nochmal besser. Und gerade, das vielleicht so als abschließender Gedanke, bei einem PES 5, wo wir ja hier in dem Masterliga-Tagebuch über 4 Saisons schon sehr gemerkt haben, dass die Schiedsrichter nicht perfekt austariert waren, ein bisschen zu sensibel waren, hat das einen riesen Unterschied gemacht, dass dann bei Winning Eleven 9 Lifewire Evolution, also der koreanischen finalen PES 5-Version, die Schiedsrichter klar verbessert wurden. Und das ist dann einfach das bessere PES. So, dementsprechend, ja, cool, das alles so rauszufinden. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen die Augen öffnen und vielleicht auch ein bisschen die Neugierde wecken und den Reiz nochmal setzen, Retro-Pässe zu spielen. Das war's fürs Video. Auf meinem Kanal findet ihr noch mehr von dieser Art. Ne, die meisten Stammzuschauer kennen das. Und dann war's das für das Video. Wir sehen uns zum nächsten oder wir sehen uns sonntags im PES-Brunch. Da aktuell mit PES 21, aber wer weiß, wo es sich hin entwickelt mit der Zukunft und der Liebe für Retro-PES. Das war's für den Moment und ja, ganz herzlichen Dank. Tschüss, ciao.